Hey Leute, Kenschling hier mit einem kurzen Hardware-Test zu PlayStation TV. Ich hatte nun mehrere Tage Zeit, mir das Device näher anzusehen und bin zu dem Fazit gekommen, dass ich mir nicht sicher bin, was ich davon halten soll, denn einige Features sind wirklich verdammt gut umgesetzt, andere Funktionen wiederum haben sehr große Macken. Wenn ihr euch dieses Video angesehen habt, interessiert mich auch eure Meinung zu dem Gerät, also hinterlasst mir eure Kommentare und auch ein Abo, wenn euch dieses Video gefallen hat. Das Wichtigste vorweg, PlayStation TV sollen sich Leute kaufen, die ihre PlayStation 4 Spiele in einem anderen Zimmer in ihrem Haus spielen möchten. Also wenn ihr zum Beispiel eure PS4 im Wohnzimmer stehen habt und das Wohnzimmer ist regelmäßig besetzt von anderen Familienmitgliedern, dann könnt ihr PlayStation TV an einem anderen Monitor im Haus anstecken und von dort aus eure PlayStation 4 Spiele zocken. Und genau dieses Hauptfeature, nämlich das Streamen von PS4 Spielen auf PlayStation TV, habe ich mir genauer angesehen und es mehrfach getestet und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man spielt hier fast direkt wie auf der Konsole. Es gibt einen minimalen Lag, der aber ohne direkten Bildvergleich überhaupt nicht auffallen wird und man hat hier ganz geringe Qualitätseinbußen, die aber speziell auf kleineren Monitoren sicher nicht ins Gewicht fallen. Also ist es auf jeden Fall für diese Funktion sehr stark zu empfehlen, wer unbedingt seine PS4 Spiele in einem anderen Zimmer zocken möchte, ohne die Konsole herumzuschleppen, der kann sich auf jeden Fall ohne Bedenken eine PlayStation TV zulegen. Aber man muss die PS4 direkt mit dem Router verbunden haben per Ethernet-Kabel, denn ansonsten hat man hier kein angenehmes Gaming-Erlebnis und es kommt oft zu starken Rucklern. Getestet habe ich übrigens Watch Dogs, EA Sports UFC, Battlefield 4 und Destiny und alles läuft online wie auch offline super flüssig, wobei hier erwähnt werden muss, dass PlayStation TV maximal 720p ausgibt bei 30 Frames pro Sekunde, also nicht die volle HD-Auflösung bringt und dass die Limitierung der Frames und die sonst kaum spürbare Eingabeverzögerung gerade bei Battlefield 4 im schnellen Häuserkampf negativ aufgefallen ist. Apropos Hardware, das Ding ist wirklich verdammt elegant, stylisch und klein gehalten worden. Es ist kleiner als jedes gängige Smartphone und wird, egal wo ihr es aufstellt, nirgendwo negativ auffallen. Es ist nicht klobig oder so und lässt sich zur Not auch aufgrund der kompakten Bauweise sehr gut verstecken. Die Anschlüsse befinden sich alle auf der Rückseite des Gerätes, genauso wie der Powerbutton. Zuerst ein Kartenslot zur Speichererweiterung, ein USB-Anschluss, über den man seinen PS3 oder PS4-Controller anschließen kann, ein HDMI-Port, ein Ausgang natürlich und ein Ethernet-Anschluss. Und gut mit einem Deckel versteckt auf der linken Seite befindet sich ein Kartenschacht für PlayStation Vita Spiele. Gleichzeitig soll PlayStation TV es ermöglichen, PlayStation Vita Spiele mit einem DualShock 3 oder 4 Controller in groß, also auf einem Monitor zu spielen und das ist halt eines der Features, das eher mangelhaft funktioniert, denn viele wichtige PlayStation Vita Titel sind im Moment gar nicht kompatibel mit dem Gerät. Ich spreche von Titeln wie Uncharted Golden Abyss, Wipeout 2048, Soul Sacrifice, Tearaway, also das sind quasi die größten und besten Titel, die PlayStation Vita besitzt, nur die funktionieren leider gar nicht auf PlayStation TV. Ob es in Zukunft funktionieren wird, weiß ich nicht, aber es ist vermutlich eher ein Softwareproblem, denn ein Hardwareproblem kann es nicht sein. PlayStation TV ist sogar etwas stärker als eine PlayStation Vita. Das Gerät ermöglicht es euch auch auf den PlayStation Store zuzugreifen, von dem aus ihr auch PSP und PS1 Klassiker herunterladen könnt und hier findet ihr auch die wichtigsten Titel wieder, Metal Gear Solid, Resident Evil 1-3, Tomb Raider, Spyro, Crash Bandicoot, auf der PSP sind das LocoRoco, Killzone Liberation, Ace Combat, Patapon und wie sie alle heißen, aber Fans von JRPG-Titeln werden durch die Finger gucken, denn die meisten JRPG-Titel der PSP gibt es hier nicht zum Download. Was mir auf jeden Fall gefällt ist, dass man alle Titel, die man schon mal früher irgendwann gekauft hatte, einfach herunterladen kann, ohne sie nochmal zu bezahlen. Das Problem ist nur, dass die PlayStation TV nur einen 1 GB großen internen Speicher hat, der mit einem einzigen PSP-Titel wie Liberty City Stories sofort gefüllt ist. Das bedeutet, man muss dringend den Speicher mittels Speicherkarte erweitern und das nächste Problem ist, dass das nicht einfach über SD-Karten funktioniert, sondern dass man dazu die PlayStation Vita Speicherkarten verwenden muss und die sind nach wie vor verdammt teuer. Auf Geizhals ist aktuell der Preis für eine 32 GB Karte bei über 60 Euro. Last but not least soll PlayStation TV auch PlayStation Now unterstützen. PlayStation Now ist ein Streaming-Dienst von Sony, quasi eine Online-Datenbank, von der ihr euch digital Spiele ausleihen könnt. Die Spiele werden dann nicht heruntergeladen auf PlayStation TV, sondern gestreamt auf die Konsole. Momentan befindet sich PlayStation Now in der Beta-Phase und soll irgendwann 2015 nach Europa kommen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass da Sony noch gewaltig an der Preisschraube dreht, denn aktuell zahlt man für das Ausleihen, also nicht für das Kaufen, sondern wirklich nur für das Ausleihen von 5 Jahre alt
alten Spielen bis zu 15 Euro. So, das war's mal von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte euch die wichtigsten Details zu PlayStation TV näher bringen und ich hoffe, ihr versteht nun auch, warum ich so gemischte Gefühle habe, was das Device angeht. Ich bin persönlich der Meinung, dass die größten Macken der Konsole mit Software-Updates und mit Firmware-Updates behoben werden könnten. Natürlich kann man aber nicht mit Sicherheit sagen, ob und wann Sony da irgendwas nachbessern wird. Meiner Meinung nach ist PlayStation TV ein super Gerät, eben für das Streamen von PlayStation 4 Spielen, aber gerade weil die PlayStation Vita Spiele so mangelhaft unterstützt werden, ist es meiner Meinung nach kein Pflichtkauf, selbst wenn ihr PlayStation Fans seid.